Hallo, herzlich willkommen, guten Morgen, guten Abend, ja, hier ist es guten Morgen, zurück bei Stardew Valley im siebten Tag des, beim siebten Tag des Frühlings. Wir schauen mal, erstmal der Wetterbericht für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen, okay. Der Wahrsager sagt, oder die Wahrsagerin, die Geister sind heute etwas genervt, das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Mhm. Und die Königin der Soßen. Ah, wir lernen also ein neues Rezept. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist... Gemüsepfanne. Der perfekte Weg, um etwas gesundes Grünzeugs auf deinen Teller zu zaubern. Schwitze das Gemüse in etwas Sesamöl an und wirf eine Menge frischen Ingwer und Knoblauch dazu. Jetzt tief durchatmen. Das ist gut. Du hast gelernt, wie man Gemüsepfanne macht. Ja, jetzt bräuchten wir natürlich nur noch eine Küche. Okay, wir schauen erstmal in den Briefkasten. Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren und sie sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach bei meinem Laden mit 75 Steinen und 1000 Gold vorbei, wenn du bereit bist. Robin. Ja, nee, danke. Ich glaube erstmal nicht. Ich packe erstmal hier vom letzten Mal noch die Taschen aus. Das lassen wir mal. Warte. Nee, das ist nicht die richtige Kiste. Hier, Holz und Steine. Steine haben wir auf jeden Fall schon viele. Ich nehme jetzt mal die Gießkanne und die Steine nehme ich auch mit. Das hier blinkt die ganze Zeit. Lauch, ja. Aber wir haben... Ne, war das hier nicht auch? Konstruktion. Brauchen wir 99 Steine. Die haben wir ja schon zusammen. Die können wir dann also gleich schon mal abgeben. So. Und dann gießen wir einmal unsere Felder. Zack. So, ich freue mich schon darauf, wenn wir irgendwann Rasensprenkler haben, die das dann für uns erledigen. Und wir können uns einen Lauch mal einpacken. Den Rest können wir erstmal so lassen. Und dann gucken wir mal. Wo ich gleich auf jeden Fall auch einmal hingehen möchte, ist unten in den Wald. In der Hoffnung, dass wir entweder Frühlingszwiebeln bekommen, die wir verkaufen können. Oder den wilden Meerrettich, der uns noch fehlt. Dann könnten wir nämlich das erste Bündel hier komplettieren. Das wäre ein Träumchen. So, einmal hier runter. Tschüss, kleiner Junimo. So. Zack. Und hier hast du den Lauch. Jetzt fehlt uns nur noch der Meerrettich. Dann bin ich mal gespannt, welche anderen Bündel man noch freischaltet oder wir als nächstes freischalten. So, schauen wir mal, was ist heute. Der Zauberer im Rasmodius wünscht, die arkanen Eigenschaften von Quarz zu untersuchen. Du wirst belohnt werden. Oh, das können wir tatsächlich machen, weil wir haben Quarz. Dann gehen wir erst nach Hause, holen den Quarz, laufen dann in den Wald bei Rasmodius vorbei. Können dann da gegebenenfalls auch noch ein bisschen Holz und Steine sammeln. Ja. Und dann bei Rasmodius den Quarz abgeben und dann noch einen Abstecher zum Strand machen. Quarz. Ich mache aber mal so. So. So, dann einmal hier runter. Dup, 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 dup.
Dovidopido. Oh, falsche Melodie. Erstmal bis hier runter ans Wasser. Gehen wir mal erst hier unten Richtung Frühlingszwiebeln. Geh mal von so rum. Gehen wir von so rum. Was für ein Deutsch, Lilly, was für ein Deutsch. Ja, ich habe die Frühlingszwiebeln gesehen. Ich wollte aber gucken, ob hier rechts vielleicht noch was ist. Aber nicht viele. Schade. Hätte gedacht. Wir kriegen ein paar mehr. Hallo, kleines Eichhörnchen. Kein Meerrettich. Hier ist ein verlassenes Haus. Da liegt Müll. Da weiß ich gar nicht, ob man hier unten irgendwie hinkommen kann. Hier kommen wir nicht lang. So, guck mal. Nehmen wir mal das Holz mit. Oh, falsches Werkzeug. Mal, ob Rasmodius zu Hause ist. Ich glaube, der ist meistens aber in seinem Turm. Ah, der Gegenstand, den ich wollte. Deine Arbeit ist zufriedenstellend. Hier ist deine Entlohnung. Dankeschön. Lieferung. So. Kommen wir mit dem an. Ah, wir können. Manchmal beobachte ich insgeheim die Stadtbewohner. Ich würde gerne einen Lehrling finden. Irgendwann werde ich diese sterbliche Ebene verlassen. Aber meine arkane Nachforschungen müssen. Das ist schon wieder nicht, glaube ich, der gleiche Akzent. Okay. Okay. Ja, dann. Musste mal die Stadtbewohner weiter beobachten, um herauszufinden, ob da jemand würdig ist, seine Arkanenforschung weiter zu betreiben. Würde ich mal vorschlagen. So, hier ein Steinchen. Hier ein Steinchen und ein Hölzchen. Da ist leer. Wenn du in meiner Hütte irgendein Klopfen hörst, bin das vermutlich nur ich, während ich an meinen Skulpturen arbeite. Okay. So. Räumen wir mal ein bisschen den Wald hier auf. So, okay, hier sind wir. Da oben kommen wir von unserer Farm. So. Ast mit. Das Jas. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich hab's schon wieder vermasselt. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich hab's schon wieder vermasselt. Okay. Ein Händler wahrscheinlich. Eine wunderschöne Region ist das hier. Einer meiner Lieblingsstationen. Das Schwein mag es hier auch. Ah ja, da kann man dann so diverse Sachen finden. Wilder Meerrettich für 600. Was die Nahrung sagt, 600. 245 Möbel. Seltene Saat. Im Herbst aussehen. Braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Ja, du wirst doch bestimmt vorher nochmal vorbeikommen. Gehe ich mal stark von aus, dass der Händler noch mal vorbeikommt. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld zusammen. So, so. Aber hier ist auch kein wilder Meerrettich.
Hier ist noch ein bisschen Holz. Aber kein Meerrettich. Und hier oben kommen wir, glaube ich, noch nicht lang, ne? Nein. Nicht stark genug, ja. Hm. Könnten jetzt angeln, aber ich würde gerne Meerrettich finden. Dann könnten wir nämlich das erste Bündel komplett machen. Hm. Wir gehen jetzt nochmal über die Farm. Sammeln jetzt allerdings noch nicht so viel Sachen auf. Hier, das schnibbel ich mal weg, weil das eben keine Energie kostet. So. Dip, 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 dip. Da ist noch sehr viel Unkraut. Das Gras. So. Katze gestreichelt. Haben wir auch. Haben wir vielleicht Glück? Hm. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Das Linus. Können wir mal Hallo sagen? Letzte Nacht hat jemand Steine auf mein Zelt geworfen. Ich musste abwarten, bis es aufhörte. Oh nein. Wer macht denn so was? Hier, ne. Gut. Hier ist nix. Hier ist, soweit ich weiß, die Abenteuergilde. Sieht schon auf. Nur für bewährte Abenteurer. Okay. Okay. Ich würde mal sagen, hier. Ui. Hier handelt es sich um die Brückenreparatur. Auch kein Meerrettich. Dann gehen wir jetzt nochmal runter zum Strand. War jetzt nicht so aufregend heute. Können wir gleich bei uns sonst noch auf der Farm ein bisschen Holz sammeln. Damit wir wenigstens noch irgendwas heute an produktiven Sachen gemacht haben. Boah, ich kann nicht mehr sprechen. Du, 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 du. Klingt wieder total verzerrt. Hi. Okay. Mir wird zwar das Sprechblasensymbol angezeigt, aber passiert nichts. So, dann schauen wir nochmal am Strand entlang. Da ist nichts. Eine Venusmuschel. Hier ist sonst auch weiter nichts. Und hier drüben. Auch gar nichts. Morgen könnten wir Glück haben. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Da müsste man sonst auch noch was finden. So. Ein bisschen ärgert mich, dass er jetzt schon mit dem Meerrettich. Aber mir fällt gerade was ein, was wir sonst noch machen könnten. Wir haben hier noch so wilde Saat aus, oder gemischte Saat. Da wächst immer, je nachdem in welcher Saison man die anpflanzt, die Sachen, die gerade so wild hier so rumliegen. So. Da kann ich anscheinend nichts hinlegen. Okay, dann mache ich jetzt hier, auch wenn das jetzt nicht so schön aussieht, so. Lege das weg, hol die Gießkanne raus. Hm.
Gießkanne weg. Legen wir auch einmal weg. Zack, zack, zack. Und dann sammeln wir jetzt einfach noch ein bisschen Steine und Holz. Vor allem müssten wir eigentlich Holz sammeln. So. Mal gucken. Ich glaube, da kommen diesmal auch keine Setzlinge raus. Dup, 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 dup. Ah doch, hier, Ahornsamen. So. So. Räumen wir hier schon mal ein bisschen auf. So. 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 Sieht man gerade nicht mehr so viel. Ist aber nicht so schlimm. Passt schon. So. Da war auch noch was. So. Oh. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ins Bett. Beziehungsweise vorher räume ich noch die Kiste aus. Das. Die Gießkanne können wir ja schon mal einpacken. Eine Kohlefasern und noch mehr gemischte Saat. So, dann da oben. Okay, Katamau kann sich teleportieren. Und ja, wir gehen mal ins Bett. Speichert. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.